Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft, die Legende von Mount Bitmore. Der glühende Feuerball versinkt im Ozean und ich lege mich gleich mal hier ins Bettchen hinein. A new Optifine version is available. Sehr schön. Zerhackt mal das Bett und wir machen uns jetzt weiter auf die Suche nach der Wüste. Zu diesem Zwecke werden wir uns jetzt erstmal ein kleines Schiffchen anfertigen, denn ich habe die berechtigte Hoffnung, also ich hoffe, dass die Hoffnung berechtigt ist, dass wir auf der anderen Seite dieses Meeres vielleicht irgendwo doch eine Wüste finden. Schiffchen, das geht. Das Holz werden wir auch gleich aufbrauchen. So, glaube ich. Jawohl, natürlich. Oh, so ein schönes Boot hier. Rein damit ins Wasser und da sieht man auch schon neues Texturenpack. Jetzt liegt ein Seil drin. Und ab geht die Post oder eher das Boot. Das Postboot. Ja, falls ihr irgendwie die letzte Folge nicht gesehen habt, ich bin ein bisschen durch die Landschaft gelaufen und habe nach einer Wüste gesucht, weil wir suchen ja nach Kakteen, um grüne Farbe zu bekommen. Aber irgendwie, da baut sich die Landschaft aber ganz schön langsam auf gerade, irgendwie haben wir keine gefunden. Wir sind auch bei einer, an einem Sumpf vorbeigekommen, in der Hoffnung, dort eine Hexe zu finden, haben wir aber auch nicht, leider. Natürlich, wenn jetzt irgendwo ein Sumpfbiom ist, dann könnte auch vielleicht dort eine Hexe drin sein. Oh, da ist schon Ende, da baut sich die Landschaft gerade massivst langsam auf. Naja, fahren wir mal in die andere Richtung, aus dieser Bucht hier wieder raus. Ich habe übrigens einen Kompass dabei, deswegen sollten wir eigentlich, hoffentlich, wieder zurückfinden. Das sind mal coole Formationen hier unten, aber ich fürchte, nee, das ist ein Grafikfehler. Oh, schon sind sie weg. Ja, Lava, Tintenfische. Fahren wir mal ein bisschen herum um die Tintenfische. Ich fahre jetzt einfach mal hier ein bisschen aufs Meer raus. Ich müsste dich ja immer ein bisschen seitlich auch rumsehen, ob nicht vielleicht irgendwo ein Wüstenbiom ist. Daran mangelt es nämlich in unserer Minecraft-Welt massivst. Wir bräuchten echt mal ein paar Wüstenbiome. Wenn wir in die Richtung fahren, vielleicht, dass wir sogar einen neuen Kontinent entdecken. Das wird natürlich dann eine längere Expedition und eine längere Reise. Ich esse mal lieber was, während der Fahrtwind mir die nicht vorhandenen Haare ins Gesicht bläst. Und was ist... Oh, das kommt mir so bekannt vor. Ich fahre jetzt einfach mal hier die Küste entlang. Das ist übrigens unsere Spawn-Insel da vorne, also die kommt gleich hier. Ich glaube, wir sind zu schnell für, die Junks. Die werden langsamer geladen, als wir hier unterwegs sind. Das liegt übrigens nicht an der Performance meines Rechners jetzt. Keineswegs, denn die Framerate ist ja stabil und flüssig und alles. Sondern irgendwie an Minecraft selber. Ich glaube, ich könnte da auch irgendwie mit Optifine was rumschrauben, dass es dann besser ginge. Aber damit habe ich mich jetzt auch noch nicht so beschäftigt. Hier ist Tundra, aber vielleicht ist dahinter irgendwo eine Wüste. Fahren wir mal unseren eigenen Kontinent entlang. Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt, hoffentlich so nah. Und jo, tatsächlich, wir haben eine Wüste. Na klar, ich hatte nämlich jetzt auch, muss ich zugeben, gerade eine dunkle Erinnerung, weil hier auf den äußersten Ausläufern des Mount Bitmore, da waren wir schon mal unterwegs. Wir haben nämlich von hier aus irgendwo, glaube ich, ein bisschen weiter vorne war es, den Mount Bitmore mal begutachtet, eine Höhle gesehen und wie wir hier rumgelaufen sind, ich glaube, da ein Stückchen weiter vorne haben wir auch mal Holz gefällt. Hallo, braunes Schaf. Haben wir leider jetzt keine Schere dabei. Naja, ist nicht so schlimm, werden wir uns alles färben. Da haben wir mal so reingeschaut und da ist mir irgendwie, habe ich das so im Hinterkopf gehabt, ich hätte Ansätze einer Wüste gesehen und jetzt haben wir sie tatsächlich gefunden und hier sind auch ganz viele rote Blumen, die nehmen wir uns auch noch mit, denn rote Blumen sind irgendwie seltener als gelbe. So, Axt raus und Blumen, ich will sie alle. Ja.
Die Tradition, Blumen mit der Axt zu ernten, die behalten wir natürlich bei. Und jetzt geht's an die Kakteen. Hallo Kaktus, mein kleiner grüner Kaktus. Der fällt mir ins Gesicht, mein kleiner grüner Kaktus. Ja, der sticht. Ich kann den Text leider nicht gut, aber das Lied ist irgendwie schon witzig. Meine Oma fand das ganz lustig und ganz toll. Ich glaube ja auch, das waren... die heutige Generation liest ja, oder liest, hört, meine ich jetzt natürlich, andere Lieder, die jetzt irgendwie Humorgehalt haben. Und die Generation, meine Großmutter, hat gehört, mein kleiner grüner Kaktus, der fiel vom Balkon. Ich kann mich nicht mehr erinnern, die Story in dem Lied ging irgendwie so, der kleine grüne Kaktus ist so toll und irgendwann fällt er vom Balkon und... dem Nachbarn ins Gesicht und der kommt dann und sagt, ja, ihr Kaktus, der sticht. So, und zur Musik von Sisi Bum oder Sisi Bum, ich weiß nicht genau, wie dieses Lied auszusprechen ist, von Project Grayscale, perfekte 8-Bit-Musik, übrigens original auf einem Atari Soundchip gemacht. Ernten wir hier Kakteen, wir machen mal die ganze Wüste leer. Wüst und leer. Also an Kaktusgrün wird's uns dann wohl nicht mangeln und damit haben wir dann auch soweit alle Komplementärfarben. Die einzige, die vielleicht ein bisschen ein Problem werden könnte, wäre Blau. Natürlich werden wir Schafe auch färben. Wir haben ja, glaube ich, schon einige blaue, zumindest gelbe haben wir schon. Weiß jetzt gar nicht. Und dann müssen wir natürlich auch noch die Sekundär- und Tertiärfarben herstellen und dann hoffen, dass wir unsere Schafe auch ausreichend ernähren, um sie zur Fortpflanzung zu animieren. Und da müssen wir auch sehen, dass wir natürlich immer die gleichfarbigen zusammenkriegen, sonst ist es wieder nur weiß, was dann rauskommt. Nee, das kennt man ja so von der Vererbungslehre. Habt ihr alle in der Schule gelernt, wenn ihr ein Schaf färbt, zum Beispiel gelb oder grün oder so, dann, ja, später zwei grüne Schafe geben natürlich grüne Kinder. Lamarckismus nennt man das übrigens. So, ja. Wir äxten hier voll die Kakteen um. Was ist denn das? Ist das ein Geheim... Ich sag schon, das ist ein geheimer Eingang und so im Scherz halb und dann ist da tatsächlich was. Aber das ist jetzt nichts Besonderes. Bisschen Kohle wäre hier. Naja, ich habe schon Besseres gesehen. Was ich aber auch gerne sehen würde, und da ist eine Wüste natürlich auch ein guter Startpunkt, wäre ein NPC-Dorf. Haben wir ja auch noch keines gefunden. Die sind ja, glaube ich, jetzt nicht mehr ganz so selten, wie sie mal ganz am Anfang waren. Und ich hätte ja schon gern Karotten und Kartoffeln. Und die findet man ja jetzt seit dem 1.4er-Upgrade, also seitdem gibt es hier... Und man findet sie nur in NPC-Dörfern, also... NPC-Dorf, da hinten ist Stein, einfach so. Hat sich übrigens auch die Textur geändert, muss man jetzt gerade mal sagen, oder muss ich gerade sagen. Die war ja eher so bröckelig im originalen Dustycraft, in der älteren Version. Jetzt ist es... ja, so steinig, also irgendwie eher stone-like. Nehmen wir mal die Kohle hier mit, warum auch nicht. Kaktusgrün haben wir jetzt jede Menge, da werden wir noch ein bisschen mehr abgreifen. Und dann werde ich mich auf jeden Fall noch auf die Suche nach... nach... ob hier wohl eine Festung drunter ist. Ich glaube ja, die sind manchmal unter solchen Gesteinskonstruktionen. Auf der anderen Seite kann es auch Zufall sein. Können wir uns jedenfalls merken, diesen bedeutsamen Ort. Kaktusgrün, wie gesagt, haben wir jetzt, glaube ich, genug. Und vielleicht finden wir danach ja noch ein NPC-Dorf. Bisschen Kaktusgrün werde ich natürlich trotzdem noch mitnehmen. So, die Axt wird gleich, die Spitzhaxt wird gleich in 1000 Stücke zerbersten. Jawohl, das hat sie jetzt gemacht. Und 53 Kaktusgrün. Meine 53 Kakteen, die stechen alle. So, Kohle ist weg und damit... Momentchen, da hinten geht's zum Spawn. Das heißt, wir müssen eher mal in die Richtung gehen.
Wenn uns noch ein Kaktus begegnet, dann werden wir den natürlich mitnehmen. Momentchen, was ist denn hier? Haha. 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 Ha. Ja. War jetzt eher bescheiden hier, aber so einen schönen Sonnenuntergang, wie wir ihn hier jetzt haben in der Wüste, den gibt es nicht jeden Tag. Und aus diesem Grunde legen wir uns jetzt mal hin. Moment, da müssen wir das Bett so aufstellen, dass wir den Sonnenuntergang noch im Einschlafen genießen können. Und stellt euch vor, ihr legt euch mal schlafen in der Realität jetzt und plötzlich poppt im unteren Gesichtskreis eine Meldung auf. Es gibt eine neue Optifine-Version. Oder vielleicht was anderes, sowas wie Deutschland sucht den Superstar, jetzt die 17. Staffel ansehen auf Pro7 RTL 2 Tele 5. Ja. Ist zum Glück nicht so. Da geht's wüstig weiter. Da wäre noch ein kleiner Kaktus. Ein kleiner grüner Kaktus. Und der sticht. Also Kaktusgrün haben wir ja jetzt eigentlich eh genug. Finde ich jetzt ein bisschen schade, dass man kein NPC-Dorf... Schwarzes Wasser? Nee. Hat sich schon wieder umgefärbt. Dass wir da jetzt doch kein NPC-Dorf gefunden haben. Ich hätte echt gern mal so mit NPCs gesprochen. Cool ist das ja. Ich war ja vor einigen Tagen mal zu Gast beim Opa Zeron, in dessen Minecraft-Let's Play er ja ein Dorf hat, das er als Bürgermeister, als Selbsternannter mit Inbrunst beschützt. Das macht er auch wirklich gut. Und eigentlich wäre das ja schon cool, wenn wir auch NPCs irgendwo rumlaufen oder rumstehen hätten, aber naja, es ist halt nicht so in unserer näheren Umgebung, und jetzt haben wir sie ja eigentlich schon wirklich in alle Himmelsrichtungen einigermaßen erforscht. Da gibt's, so viel können wir glaube ich sagen, keine NPC-Dörfer. Was ich übrigens cool fände, nur so als Idee für Minecraft, vielleicht sollte ich das mal auf Reddit vorschlagen, wahrscheinlich hat's aber eh schon jemand vorgeschlagen, das wären so Zwergenstädte, also Zwerge als NPCs, und dass die wirklich unterirdisch wohnen und dass es vielleicht so einen ganz unscheinbaren Eingang gibt, irgendwo ganz versteckt, dass sie aber im Wesentlichen eben schwierig zu finden wären. Wenn man sie aber findet, würden sie einem irgendwelche seltenen Items oder so... Oh, wir haben eine Schlucht gefunden. Ich pack's nicht, wir haben eine Schlucht gefunden. Und zwar eine richtig tiefe. Ui, ich hab Angst. Das müssen wir uns merken. Hier hinten beim Fluss... Was ist hier? Geht das hier? Ui, Wasseraufzug. Das ist ja mal cool. Da kriegen wir gleich frei Haus einen Wasseraufzug geliefert. Ja. Ich glaube, diese Schlucht hier, die werden wir uns für später mal merken. Da werde ich jetzt glatt mal so ein bisschen ein, ja. Na komm schon. Ein markanteres Leuchtfeuer aufstellen als sonst. So ein bisschen was man eben besser sieht, denn die würde ich schon ganz gerne dann auch wiederfinden später mal. So. Ja, finden wir die dann wieder. Oh, da müssen wir jetzt echt aufpassen, da dürfen wir nicht reinfallen. Aber da können wir dann den Wasseraufzug nehmen. Hoppala. Und uns später mal hier an die Erkundung dieser Schlucht machen. Die ist ja auch echt lang und die geht dann teilweise unterirdisch weiter offensichtlich. Muss jetzt nur aufpassen, dass ich da nicht irgendwo reinfalle, ohne es zu wollen. Geht's hier... Wow, da muss man echt jeden Schritt beachten. Ui, da geht's runter.
ich sag's jetzt mal auf Österreichisch, bist du deppert, da geht's runter, das ist tief. Das ist richtig tief. Und da sehe ich schon, cool wäre natürlich, wenn es hier irgendwo Diamanten gäbe. Das wäre natürlich, was ist das hier? Hallo, Zoom? Zoom, wo bist du? Kann ich nicht mehr zoomen? Ich guck jetzt mal. Erwin, was ist denn Erwin? Ich kenne nur Bewin. Na gut, Erwin kenne ich auch. Ja, ist ein Name. Ach, das war die falsche Taste. Sorry, dass ich euch jetzt mit solchen Dingen hier behellige. R-Menu, das meine ich natürlich. Also R-Menu ist ein Blödsinn, das ist die Alt-Taste. Wieso sagt er nicht Alt-Taste? Denn ich habe hier was gesehen. Wo war es denn? Da hinten. Och Mensch, nur Kies. Ich dachte, das wäre Gold. Ja, da hinten ist ein Skelett, das sich hier irgendwie im Dunkeln verschanzt hat. Du fliegst in alle Stücke. Da ist auch eine Höhle, aber das ist nur eine kleine Höhle. Da dürfte unser Kontinent auch schon vorbei sein, aber das ist cool, dass wir doch eine Schlucht haben. Wenn wir schon kein NPC-Dorf haben, haben wir wenigstens eine Schlucht. Ja, hier ist sie wohl oberirdisch zu Ende. Es sei denn, sie ginge nach hinten hier noch weiter. Wow, ein Creeper, wo kommt denn der her? Der konnte wohl unter den Bäumen spawnen, da war es dunkel genug, oder wie? Ja, spreng dich nur in die Luft. Bumm. Ist mir egal, ist weit genug von zu Hause weg. Aber wieso? Wo kommen die denn her? Ich meine, gibt es dann Spawner irgendwo? Wobei, das könnten dann ja nicht Skelette und... Kann eigentlich nur so sein, dass es hier unter den Bäumen dunkel genug ist, dass die spawnen können. Okay, das ist das Ende des Kontinents. Da haben wir noch eine sehr bizarre Insel. Eine Insel aus Schnee und Wüste mit einem einzigen Baum drauf. Ja, also die Schlucht ist hier wohl wirklich zu Ende. Oder Momentchen, was ist das hier? Das ist eine Kettenreaktion. Okay. Ja, ich glaube, da ist nichts drin, was wir noch irgendwie entdecken könnten. Hier gäbe es Kühe. Ja, das ist schön und gut, aber auch nicht so spektakulär. Da hinten, glaube ich, da habe ich einen Zombie gehört. Ui, da geht's auch runter. Oh, das ist ja echt... Nee, da stürzt jetzt gerade nichts ein. Das ist eine interessante Gegend, das werden wir uns merken. Jetzt gehen wir aber mal wieder zurück nach Hause. Wir haben ja den Sinn und den Zweck, also beides, den Sinn als auch den Zweck dieser kleinen Erkundungstour, die sich jetzt schon in der zweiten Folge befindet, erfüllt. Wir haben mehr als erfüllt sogar. Wir haben sogar eine Schlucht gefunden. Kann man da vielleicht sogar unter Wasser reingehen? Nee. Ja, da hinten sind auch Höhlen offensichtlich. Oder es sind Beleuchtungsfehler. Wer weiß das schon? Das werden wir wissen, wenn die Version 1.5 rauskommt. Ja, es ist ein Beleuchtungsfehler. Beziehungsweise 1.6, denn das neue Beleuchtungsmodell ist ja schon einige Male verschoben worden. Da ist auch eine Höhle. Uah, da ist ein Creeper. Ich schrecke mich immer so, wenn ich die sehe, weil ich... Ja, gleich zwei... Ja, hüpft nur hier rum, ja. Das haben wir ja gern. Hüppi hüpp, was wollt ihr denn? Im Wasser könnt ihr ruhig explodieren, das ist mir egal. Das macht nämlich gar keinen Schaden. Und du bist jetzt tot, lieber Creeper. Ja, ich würde sagen, wir machen uns jetzt doch mal auf den Heimweg. Wir haben viel gesehen, wir haben vor allem, und das ist mir jetzt am wichtigsten, Kaktusgrün. Und hier ist der Eingang unserer Schlucht. Da müssen wir echt verdammt aufpassen. Ich glaube, ich werde das hier... Das können wir nicht so lassen. Das müssen wir schon aus Sicherheitsgründen... Müssen wir das hier zubauen. Das geht ja wirklich nicht. Oh, da haben wir jetzt verdammt Glück gehabt. Schnell mal was essen. Schnell was essen und hoffen, dass jetzt nicht irgendwo was spawnt.
Ach, da haben wir jetzt so eine blöde Physikkettenreaktion ausgelöst. Ja, jetzt müssen wir wirklich ein bisschen warten hier, bis wir wieder heilen. Und dann wagen wir uns mal weiter vor. Wie kommen wir denn hier jetzt wieder raus? Wo war denn der Wasserfall, der hohe? Also der zum wieder rausschwimmen. Der müsste doch hier irgendwo sein. Hä? Da geht's nochmal tief runter. Das ist ja irre. Ja, wir sind jetzt hier unten. Ich glaube, wir werden hier nicht bleiben. Wir werden hier jetzt einfach mal unsere nicht mehr vorhandene Werkbank aufstellen. Nee. Ja, jetzt kriegen wir schon wieder so eine Errungenschaft. Und wir werden uns... wir haben noch Stickies. Wir werden uns, glaube ich, mal einfach ein paar Leitern anfertigen. Und werden wieder an die Oberfläche klettern. Ach so, und die Sonne geht auch schon unter. Ach so, ein Mist auch. Mit 21 Leiterstücken sollte man das aber schaffen, da raufzukommen. Und dann haben wir auch gleich die Einstiegsleiter. Das ist ja auch mal nicht schlecht. Wir müssen das Beste aus der Situation machen. Ich mache die jetzt mal hier übers Eisen drüber. Ja, ich weiß. Und wir haben es geschafft, wieder rauszukommen. Das war jetzt wirklich knapp. Wir haben so viel Glück. Ja, aber Momentchen mal, da ist... Ach so, das ist ja mal interessant. Seht euch das mal an. Das Wasser stürzt sich hier runter, aber das ist eine andere Wand. Das heißt, wir hätten eigentlich nur die Wand durchschlagen müssen, dann wären wir am Wasserfall gewesen. Tja. Ich stelle mal das Bettchen auf, lege mich hin. Übernachten in freier Wildnis, das hat ja was, besonders in Minecraft. Bei den ganzen Monstern und so weiter. Und jetzt machen wir uns auf den Heimweg. Da hinten ist ein Creeper. Wird er uns sprengen oder nicht? Ihr erfahrt es in der nächsten Folge. Ich übrigens auch. Bis dahin, auf Wiedersehen, Servus und Tschüss.